Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich begrüße Sie zur Weihnachtsausgabe von Italian Secrets. Bei mir ist Elke Heselmeier. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier. Guten Tag, vielen herzlichen Dank. Also Weihnachten ist ja noch ein bisschen hin, ein paar Tage, aber es ist sozusagen unsere letzte Ausgabe vor Weihnachten und dann wollen wir heute mal ein bisschen besinnlich sein, nehme ich an, oder? Nee, die Italiener, die machen das auch nicht so besinnlich. Bei denen wird Weihnachten halt viel gegessen, wie eigentlich immer, aber an Weihnachten dann noch mal eine Schippe draufgelegt und einige Familien gehen auch tatsächlich in die Weihnachtsmesse, aber das ist nicht mehr so sehr Tradition. Wobei ich glaube, Italien ist doch noch schon ziemlich katholisch, oder? Italien ist ziemlich katholisch, die Menschen werden auch zum Teil noch sehr religiös erzogen, aber ich habe neulich mit einer lieben Freundin gesprochen, die ist zwar in Frankfurt geboren, hat aber ihre Wurzeln auf Sizilien. Und sie freut sich auch immer, wenn es mit Italian Secrets nach Sizilien geht. Dann kriege ich immer so richtig schöne Herzen von ihr, ihrer geliebten Heimat. Ja, und sie habe ich dann neulich auch gefragt, als wir uns mal wieder in ihrer Boutique getroffen haben, was macht ihr denn so an Weihnachten? Geht ihr so in die Messe, was man immer so liest? Guckt sie mich erstmal an, 100 Fragezeichen. Naja, sagt sie, wir sind zwar religiös erzogen worden, aber an Weihnachten geht es in erster Linie ums Essen und dann halt die Kinder ein bisschen bespaßen. Und ich meine, wir wissen ja, dass die Italiener sehr, sehr kinderfreundlich sind. Und diese Freundin, die hat jetzt eine Tochter, ihre Schwester hat zwei Mädels, ein Zwillingspärchen. Und wenn die dann alle zusammen sind, da wird das dann richtig laut. Und das ist so ganz normal in italienischen Familien. Gerade wenn Kinder dann dabei sind, da dreht sich vieles um die Kinder und die Erwachsenen, die unterhalten sich dann zwar, aber wenn dann Kind ankommt, dann wird sofort alles stehen und liegen gelassen, dann kümmert man sich um das Kind und dann muss das Kind auch so richtig, ja, so ein bisschen in Szene gesetzt werden, was es da jetzt gerade gemacht hat und was es Schönes vollbracht hat und worauf man doch jetzt besonders stolz ist und so weiter. Also da sind die Kleinen dann so richtig Könige, Prinzessinnen und Könige. Also in Deutschland gibt es ja den Brauch des Weihnachtsbaumaufstellens. Ich kenne das so, dass der am Heiligen Abend aufgestellt wird. Wir haben aber jetzt gelernt, dass die Italiener es am 8. Dezember machen. Und ich glaube, dass mit dem Heiligen Abend Baumschmücken ist auch nicht überall in Deutschland so. Manche machen das auch schon früher. Und am Heiligen Abend gibt es dann irgendwann die Bescherung und dann das Essen, was am Heiligen Abend meistens in Deutschland ja nicht so üppig ist, sondern dann wird am ersten Weihnachtsfeiertag eher üppiger gegessen. Wie ist denn das in Italien? Wann gibt es da Geschenke? Wann wird da richtig gefeiert? Also, man trifft sich auch am Heiligen Abend mit der Familie. Es kommen alle zusammen. Bescherung ist dann nicht. Und aus religiösen Gründen isst man im Allgemeinen vor so hohen Feiertagen wie jetzt dem ersten und dem zweiten Weihnachtstag kein Fleisch. Das heißt, wir bei uns in Deutschland, wir essen ja häufig am Heiligen Abend Würstchen und Kartoffelsalat. Das ist ja in ganz, ganz vielen Familien Tradition. In italienischen Familien ist Tradition, dass man Fisch isst. Also entweder dann Meeresfrüchtesalat oder halt auch Pasta mit Fisch. Aber um Gottes Willen kein Fleisch, weil wir ja am nächsten Tag, am Weihnachtstag, dann richtig üppig essen und da haben wir dann ja alles dabei. Was auch ein traditionelles Gericht ist, das sind Tortellini in Brodo. Das werden die Schwaben kennen, weil die nämlich sowas Ähnliches haben, nämlich die Maultasche.
die dann in einer Brühe serviert werden. Und so werden dann die Tortellini auch in einer Brühe serviert. Und ja, böse Zungen behaupten, dass man das ganz gerne macht, um diesem religiösen Brauch zu entkommen, damit der Herrgott das Fleisch nicht sieht, ist es eben von den Tortellini umgeben. Deswegen heißen die Tortellini oder Maultaschen im Schwäbischen auch Gottsbscheißerle. Herr Gottsbscheißerle, ja, viele Familien gehen dann noch zur Mitternachtsmesse, aber wie gesagt, diese Freundin von mir, ja, wir sind zwar religiös erzogen worden, aber nee, Kirche gehört jetzt nicht unbedingt dazu. Ja, und am ersten Weihnachtsfeiertag, da geht es dann mit einem richtig üppigen Mittagessen los. Und da kommen dann auch wieder alle zusammen und da geht es dann los mit Antipasti. Und das ist ja ganz anders als bei uns in Deutschland. Wir haben ja im Allgemeinen drei Gänge und zu jedem Gang gibt es eine Speise. Als Vorspeise haben wir meistens eine Suppe. Dann gibt es einen schönen Braten, an Weihnachten häufig den Gänsebraten mit Knödeln und so weiter. Und dann noch ein Dessert. Der Italiener, der muss ja immer die Auswahl haben. Und so gibt es dann eben verschiedene Antipasti. Da haben wir ja auch schon in den letzten Ausgaben, als wir uns mit den Anfängen der Adventszeit, also so Anfang Dezember, mit der nahenden Weihnachtszeit auseinandergesetzt haben, da haben wir ja mal die Crostini alla Toscana vorgestellt. Also so Brotscheiben mit dreierlei Pasten, die wir selber hergestellt haben, ausnahmsweise. Das kann man sehr gut als Antipasti nehmen. Dann natürlich auch einen schönen Meeresfrüchtesalat, den wir auch schon mal in einer der letzten Ausgaben hatten. Als ersten Gang machen wir dann häufig oder gibt es häufig in Italien Nudelgerichte, also Pasta mit irgendwelchen Fleischstückchen oder einfach nur Pasta mit Gemüse oder auch eine Lasagne. Manchmal gibt es auch ein Risotto. Und als Hauptgericht gibt es dann vorzugsweise einen richtig tollen Braten. Und da macht man dann häufig Fasan, manchmal auch einen Kalbsbraten. Und das Rezept, das ich für heute ausgesucht habe, das könnte man so ähnlich auch in einem deutschen Restaurant bekommen, nämlich einen Schweinebraten. Ah, okay. Wir machen ihn aber heute mit Kräutern. Und so wie ich ihn vorstelle, kommt er ursprünglich aus der schönen Toskana. Ach, da ahne ich was, denn ich hatte wirklich mal das Glück, in Umbrien, das ja der Toskana benachbart ist, einen Schweinebraten zu essen und war total hin und weg und fand den überhaupt nicht vergleichbar mit deutschen Schweinebrätenbraten, die auch sehr lecker sein können. Gerade in meiner Wahlheimat, Bayern, gibt es ja zum Teil wirklich sehr gute Schweinebratengerichte. Aber das, was die Toskana oder Umbrien da liefert, ist nochmal eine andere Klasse. Ja, es liegt zum Teil möglicherweise auch daran, dass die Tiere dort richtig viel Auslauf haben und viel an der Natur sind und sich dann natürlich auch von dem, was da wächst, ernähren. Und dadurch, dass sie viel draußen sind, können sie natürlich auch nicht so viel Fett ansetzen, wie jetzt vielleicht ein deutsches Schwein, das im Stall ist, möglicherweise gemästet wird, wo wir eben wirklich einen ganz, ganz hohen Fettanteil haben. Und das ist ja gerade bei uns in Deutschland, ja, das mag ich eigentlich nicht so sehr gerne, wenn man dann für so ein Kilo Schweinefleisch, meinetwegen 3,99 € zahlt, dann weiß man ja genau, wenn das in der Pfanne ist, da bleibt ja von dem Stück nicht mehr viel übrig, weil der größte Teil ist Fett. Und das haben wir in Italien nicht. Und es ist auch ganz egal, welches Fleisch wir haben in Italien. Wenn es richtig gut aufgezogen wurde, das Tier,
Dann haben wir da nur einen ganz geringen Fettanteil, aber das Fleisch ist zart, das Fleisch hat Aroma. Es ist wirklich unvergleichbar mit dem, was wir hier zum Teil in Deutschland angeboten bekommen. Das ist so, ja. Wie lange zieht sich dann dieses Weihnachtsessen hin? Naja, schlimmstenfalls bis zum Kaffee. Und dann gibt es Kaffee und Dolce. Und Torte, ja. Unglaublich. Und dann? Ja. Dann muss man sich ausruhen. Weil das ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Gut, da muss natürlich aufgeräumt werden, das Geschirr muss zur Seite gestellt werden und. Die Kinder und wer eben nicht in die Küche geht, der spielt dann, beschäftigt sich vielleicht. Es gibt ja dann auch schon so ein paar kleine Geschenke, aber dazu kommen wir dann in der nächsten Ausgabe, wann es welche Geschenke gibt. Und die Kinder spielen dann und ja, die Erwachsenen zum Teil auch spielen dann mit den Kindern und es wird dann richtig, richtig laut. Na bravo, Frau Ja. Hesenauer. Jetzt Schweinsbraten. In Bayern trinkt man dazu natürlich ein Bier, gerne auch mal in größerer Menge, dann heißt es Maß. Ja. Was trinkt man denn, würde man denn in Italien zum Schweinsbraten trinken? Also zum Braten prinzipiell und gerade zum Weihnachtsbraten, da habe ich hier meinen absoluten Lieblingsweihnachtswein. Das ist der Ripasso. Wird aus den Trauben gewonnen, aus denen auch der Amarone gewonnen wird. Das Verfahren vom Ripasso ist nicht ganz so aufwendig wie das vom Amarone. Amarone-Wein würde ich auch eher selten zum Essen anbieten, sondern eher nach dem Essen als Meditationswein. Der hat meistens nämlich auch so seine 16,5% und der Ripasso, der liegt bei 14%. Also wirklich ein sehr, sehr schöner, vollmundiger, harmonischer Rotwein. Einem Weihnachtsfest absolut, ja, würde ich sagen. Na, dann bleibt mir nur zu sagen, guten Appetit und zum Wohl. Oder? Genau. Salute. Buon appetito e salute. Reusemeier, dann danke ich Ihnen für heute. Ich danke auch, Herr Müller. Und dann werde ich mich mal bemühen, das Rezept von Ihnen nachzukochen. Schauen wir mal. Ja, es wird gut. Aber Sie müssen erstmal nach Umbrien fahren, um das Fleisch zu bekommen. Oder in die Toskana. Beides sind erlohnende Ziele. Stimmt. Bis zum Okay, nächsten a Mal. presto. Ciao. Ciao.